gibt immer noch ein kleines Feuer, was in mir brennt. Der Urhass. Kann ich auch nicht löschen. Kann ich nur klein halten. Ich gehe auch nicht zum Token, um was zu kaufen oder sowas. Nichts. Also das ist wirklich eine Rasse, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ich bin ja eigentlich auch ein Nazi. Nur halt nicht so, wie die anderen das denken immer. Das ist immer so diese Idee, dass man da eine Wahl hätte. Die haben überhaupt keine Wahl. Der Finanzier kam aus Sachsen-Anhalt, also musste in Sachsen-Anhalt gedreht worden. Die einzige Stadt, die ich kannte, war in Sachsen-Anhalt, ist Halle. Und das hat mich als Kind, war ich mal da und hab das irgendwie gesehen, diese Hochstraße da. Und das fand ich ganz toll, weil das sah aus wie in diesem Buch Welt der Erde, Mensch. Und so wird die Zukunft sein und so. Und das fand ich ganz toll. Und die längsten Häuser und dort so ein Quatsch. Ja. Und Halle hat funktioniert wie Marzahn, also jetzt einfach wie jede Vorstadt, oder also Neustadt, eine Neustadt. Und von daher wusste ich also einfach oder glaubte ich besser Bescheid zu wissen dort. Also das spart einfach Zeit, das war ganz praktisch, das sind keine Entscheidungen. Dann die Familie habe ich auch durch Zufall, naja, das sind auch Zufälle, das ist dann die Frage, wie näherst du dich so überhaupt den Leuten, ne, und so, und ich kannte die ja nicht. Und das Einzige, was ich wusste, war, dass es so eine Kneipe gab, am Stadtrand von Halle. Also von Halle Neustadt, wirklich kurz vor der Steppe. Ja, da haben sie so aus Restplattenbauplatten, über den Platten da was hergestellt. Das ist so eine Art Jugendclub und der stand da rum und das war eben der Nazi-Club und da sind die alle drin. Und da bin ich auch hingegangen. Also ich bin da irgendwie, musste ja nur die irgendwie treffen. Also bin ich dann dahin spaziert und hatte Glück, weil ich habe eine Frau unterwegs getroffen, eine Mutter, die sich da nicht rintraut und die fragt, ob ich da hingehe. Und ich sage ja. Und dann sagt sie, dann schicken wir meinen Sohn raus, der heißt so und so. Ich traue mich da nicht rin. Und damit hatte ich einen schönen Grund, da reinzugehen. Bin ich rin an Tresen, habe gesagt, ja so, wo ist denn der? Der weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Und dann trabte der irgendwie an und sagte, du, deine Mutter wartet draußen. Und dann habe ich mir ein Bier bestellt und schon, also so. Und dann bin ich dann immer hingegangen und habe da getrunken, bis einer gefragt hat, wer bist denn du? Und so. Letzten Endes ist auch die Auswahl der Leute relativ zufällig. Nee, das war nicht gedacht erstmal, klar nicht wie. So, sondern das fing damit an, dass wir bei der Rückfahrt gedacht haben, man müsste einfach später nochmal gucken. Aber das ist so erstmal eine blöde Idee, das ja abgehend planen. Und später ist dann der zweite Teil auch nur gemacht, weil zufällig Geld da war. Also wo ich ihn machen wollte, ich habe es kein Geld und auf einmal sollte ich den ganz schnell machen. Und irgendwie so, ja, wenn das Fernsehen dann wissen wollte oder was, denselben Film nochmal 7 Jahre später oder irgend so ein Quatsch. Und was anderes versucht auszumachen. Und der dritte Teil dann? Na, da war das schon dann eher so. Da habe ich gedacht, da muss man nochmal gucken. Und das war ja ganz simpel, weil die Mutter, also von dem Jungen war ja 15, wo sie ihn bekommen hat. Ne? Und jetzt war ihr Sohn 15, der bei Stau, also im allerersten Film, noch in der Wiege lag. Ich habe sie ja damals nur nicht kennengelernt, weil sie gerade mit irgendeinem neuen Freund durchgebrannt war. Ansonsten wäre die schon vorher gewesen im Film. Das war ja auch bei den anderen so, dass das immer so. In der Zeit gewesen sein, wo wir noch in Saarbrücker in der Kommune gewohnt haben. Ich hatte einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Ja, weiß. Hat er dann auch über dich geschrieben, ausreichend? Hat geschrieben, dass er den Schlüssel jetzt hat. Ja. Dass er die Gelegenheit nutzen wird. Mhm. Ich weiß, ich hab mit dir alte lesen. Du machst es, war scheiße. Aber ist nicht mehr zu ändern. Das passiert, man musste dann damit umgehen. Entweder sagst du so, mit dir rede ich nie wieder und Schluss aus, Feierabend oder so, oder was, ja gut. Musiker, ja gut. Naja. Naja, du kannst nicht. Kann ich du stellst dich da so selbstgerecht hin. Thomas Siegmann zum Beispiel. Ich bin
schlicht und einfach deswegen kein IM gewesen, weil sie mich nicht gefragt haben. Was wären die gewesen, wenn sie mich bei der Metropa gesagt hätten, ich habe jetzt mal nachgekriegt im Strafgesetzbuch, es wären über 10 Jahre gewesen, die ich gekriegt hätte. Und sie sagten, also wollen wir noch nach Brandenburg gehen oder reden sie ein bisschen mit uns? Was wären denn gewesen? Jetzt ist ganz einfach zu sagen, selbstverständlich, ich wäre nach Brandenburg gegangen. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich war einfach nicht in der Situation. Na nee, das war nicht die Familiengeschichte, sondern das war einfach die Konstellation und die ist schon komisch. Also wenn der Spitzel und der Bespitzelte unter einem Dach leben, weißt du, und die beide auch noch voneinander abhängig sind, dann ist das erstmal eine interessante Konstellation. Das war der Hauptgrund. Und das andere, das liegt dann natürlich drunter, das sind dann so andere Motive. Also das hat dann mit meinem Bruder halt zu tun oder so. Aber das interessiert nicht, sag ich jetzt mal, die Familiengeschichte aufzuarbeiten, sondern einfach eine Situation zu haben und mich für die Situation dazu interessieren. Die ist schon, ist ja auch spannend, wenn ich da hinfahre und alle wissen, jetzt muss darüber geredet werden. Ja, das muss ich gar nicht fragen, das wissen sie alle. Das ist schon nicht so schlecht. Wenn du mit einer Ehe drehst, die nicht ganz richtig funktioniert, also wo eigentlich so, dann geht danach die Ehe ein bisschen schneller auseinander, das ist ganz klar. Also du beschleunigst einfach Dinge und bringst sie wahrscheinlich einfach durch Vorhandensein auf den Punkt. Das ist schon so bei Doc-Film, weil du dich dem nicht entziehen kannst. Also so. Ja, gar nicht. Ich habe einfach gesagt, hab meinem Bruder gesagt, ich würde gerne kommen und drehen. Dann wussten die alle schon, worum es geht. Okay. Da haben wir nie drüber gesprochen, über das, was dann kommt, sondern ich habe nur gesagt, ich komme und wir will drehen. Und wie fanden die das? Ja, na, okay, ja. Also, da können wir nicht nee sagen. Also ich meine, wie? Das, was herumliegt, belagert den Kopf. Es ist mein Bild. Die Räume, die Gesten, der Rhythmus der Sprache. Das waren ja auch die, also das, was da drauf ist auf dem Material, sind ja die Orte, wo ich auch war. Also das war, also zumindest bei dem, was aus der Wendezeit ist, also aus dieser Zeit 89 rum, ist ja, das habe ich ja alles selber gedreht. Deswegen war das ja auch meine Geschichte, sage ich jetzt mal. Also das war das, wo ich war. So, ich habe ein paar, wo ich nicht gedreht habe, auch logisch, ja. Aber ja, und dadurch ergab sich das ganz einfach und dann fand ich das ja auch interessant. So, weil da ist natürlich klar, wenn alle immer dieselben Geschichten. Andererseits kann sein, dass da offenbar ja nicht mehr so viele da ist. Ich meine, man hätte sich ja die alten Volkskammersitzungen und so weiter, die sind ja alle damals aufgezeichnet worden vom Fernsehen. Ich weiß ja nicht, warum das nirgendwo vorkam. Auch dieser 4.11. ist ja durch die Verwurmung auf und runter gedreht worden. Die haben das anders geguckt. Ja. So, die kicken immer auf die Reden, aber die kicken in die andere Richtung. So einfach. Doch, Material ist überall gelaufen. Das ist natürlich wegen diesem Jahrestag, das ist ja dieser Wahnsinn, das ist ja absurd. Ja. Das ist also eigentlich blöde, wenn das immer alles nach Jahrestagen geht und dann so, aber bitte. Also wenn du dir Filme einfach anguckst, ohne jetzt schon zu wissen, was dich erwartet oder Erklärungen suchst oder irgendwie sowas, sondern einfach dich dem hingibst, sag ich jetzt mal, ja, dann hast du ja eine gute Chance, dann kann man sich das ankicken gehen.
Film über die südchinesische Provinz so und so und das Dorf so und so. Also da ist das auch nicht anders. Da verstehe ich nur die Hälfte von dem, was die Leute da treiben und was die beschäftigt. Aber dennoch interessiert mich das. Und das gibt es dann schon. Also das hat ja auch was Exotisches. Und das Hauptding ist, dass man diese Utopie, die man da drin sieht, also die an die die Leute glauben letzten Endes oder so, dass die wahrgenommen wird am ehesten noch. Also das kommt am, das ist, was am stärksten bleibt. So, also auch da, wo die Leute die Zusammenhänge überhaupt nicht mehr kapieren, sehen die bloß, dass da unglaublich was vor sich geht. Der ist genauso entstanden wie die anderen Filme, wo ich jemand fragt, machst du was über Nazis? Ich habe gerade Zeit und sage, ja, dann mache ich das. Und den Hauser hat mich gefragt, machst du was über Indianer? Ja, mach ich das. So einfach ist das. Nein, das ist erstmal wirklich so. Also das muss man, finde ich, auch legitim. Ja? Sondern die Frage ist ja dann, wie man, wenn man das erstmal sagt, wenn man ja sagt, dass man anfängt, sich dann damit zu befassen. Also das läuft andersrum. Also jedenfalls bei mir kann ich sagen, ich möchte mich mal jetzt hier so. Ist das ist schon der Punkt, womit der Film endet, also mit dieser Stadt, ne, dass das sozusagen als Alternative gesetzt ist gegen dieses mit der Natur leben. Das ist, damit setzen die sich schon auseinander, also das, weil das natürlich so ist, dass die Jugend aus dem Dorf weg will und wollen Mopeds haben und was weiß ich nicht, alle haben. Und so, ja, und dann landen sie da. Und das ist so, selbst in der Gemeinschaft selber, also in der Dorfgemeinschaft, geht es den Leuten nicht schlecht. Also so, da verhungert man nicht. Aber die leben praktisch wie eine Familie. Ja. So, das ist schon also so überschaubar noch, davon mal jetzt abgesehen. Ja. Von Zeit zu Zeit warf ich den Blick auf die Städte, die auf dem Festland im Schlafe lagen, und da ich niemanden sah, der geahnt hätte, dass einige Meilen vom Ufer entfernt ein Schiff mit einem Kranz von Raubvögeln und einem Piedestal leerbäuchiger Wasserriesen in den Fluten versank, da fasste ich wieder Mut und die Hoffnung kehrte zu mir zurück. Also war ich ihres Untergangs sicher. Sie konnten mir nicht entgehen. Aus übertriebener Vorsicht hatte ich mein Doppelschussgewehr geholt, in der Absicht, jedem Schiffbrüchigen, der versuchen wollte, schwimmend die Klippen zu erreichen, um dem nahen Tod zu entgehen, mit einem Schuss in die Schulter den Arm zu zerschmettern und ihn so an der Ausführung seines Plans zu hindern. Im Augenblick, da der Orkan seinen Höhepunkt erreicht hatte, sah ich einen energischen Kopf, die Haare gesträubt, sich mit verzweifelter Mühe über Wasser halten